Willkommen Leute zu einem weiteren Banlist-Video. Und zwar geht es heute um eine Banlist, die seit dem 28. August 2016 gültig ist. Und sie umfasst, glaube ich, 17 Neuerungen. Also schon eine ganze Menge und wir gehen das Ganze einfach mal durch, so wie immer. Zunächst mal haben wir zwei verbotene Karten, die mittlerweile auf 0 sind. Und darunter gehört das Kolosseum des Kaisers. Die Karte war auf 3 und man kennt sie unter anderem aus Bujin oder auch einigen Lockdown-Decks. Und die waren nicht wirklich stark. Die Sache ist aber, dass es in Zukunft einige Karten geben wird, die mit Kolosseum des Kaisers ziemlich starke Lockdown-Decks bilden könnten. Ich habe da was gehört von Cyber Angels, aber auch von Schicksalshelden. Und ich denke, dass das hier ein Präventiv-Bann war, der, ja, nachvollziehbar ist, aber auch ein bisschen komisch, weil sie hätten auch genauso gut damit ein bisschen warten können, vielleicht bis zur nächsten Banlist oder so. Dann haben wir das Affe-Board, auch auf 0. Eine der stärksten Pendelkarten überhaupt. Sie generiert Kartenvorteil, ohne genommen zu werden. Und, naja, Pendeldecks sind nach wie vor sehr mächtig, deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen und die Karte gehört eventuell wirklich auf 0. Dadurch, dass man auch die anderen Metadecks gehittet hat und nicht nur Pendel, finde ich das nur gerechtfertigt, deswegen okay. Dann haben wir Zier von Burning Abyss auf 1, er war vorher auf 2. Und das ist, ja, ein relativ guter Hit, denn die Karte ist sehr wichtig, eines der besten Burning Abyss Monster. Und ist jetzt genauso wie Graf auf 1. Ich hätte persönlich lieber den Dante auf 1 gesehen, natürlich. Das ist schon so lange in der Meta, das ist ziemlich krass. Das Deck sollte stark gehittet werden. Wurde es aber nicht so sehr. Wir haben jetzt hier, das tut auf jeden Fall weh. Und wir haben Beatrice. Die tut auch weh. Aber das ist ein Extra-Deck-Monster. Und naja, das auf 1 limitieren zerstört nicht wirklich irgendwie die Consistency oder so, deswegen ist es jetzt nicht wirklich der stärkste Hit ever. Also ich denke, dass Burning Abyss durchaus noch mithalten kann und dass das nicht so sehr wehtut. Man wird vielleicht jetzt etwas mehr auf die, ja, älteren Playstyles setzen von Burning Abyss, bevor Beatrice da war, weil die jetzt nur noch auf 1 ist. Dann haben wir den Matespenst Unicorn, der gar nicht OP ist, Kappa. Die Karte muss auf 1, ohne Scheiß. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Ich habe ja auf den Locals gespielt, ne? Und Kirin war einfach nur Cancer. Ich hasse die Karte. Ne, eine der besten Pendelmonster auf jeden Fall. Das beste Marchespenst-Monster. Und kann überall reingesplasht werden, wo Pendel draufsteht. Also, ne. Weg damit, bitte, komm nicht wieder. Dann haben wir Aether. Aether ist einer der wichtigsten Monarchen und man möchte die gerne ziehen. Deswegen, ja, tut das schon weh. Und es gibt noch weitere, ja, Nerfs an den Monarchen, nämlich zunächst mal Pantheismus auf 1. Und das tut verdammt weh. Ich habe ja schon prophezeit in meinem Top 10 Zauberkarten-Video, dass Pantheismus auf jeden Fall gehittet wird. Ich dachte, er kommt auf 0, aber er ist auf 1 gekommen und das finde ich auch okay. Dann ist aber auch noch die Sturmkraft auf 1 gekommen. Und das finde ich insgesamt etwas hart gegen Monarchen. Das Deckthema ist zwar Meta, aber man hat es damit vielleicht ein bisschen zu sehr aus der Meta rausgekickt. Aber gut, ich bin froh, dass es weg ist, ehrlich gesagt. Dann haben wir Cosmo Dark Destroyer. Ist auf 1, war eine Neuerung, die ich mittlerweile ganz gut begrüße. Die Deathrow Banlist hatte das ja auch gemacht, schon vor Monaten. Und ja, sehr viele Banlist Predictions haben auch gesagt, okay, die Karte kommt auf 1. Und ich denke mittlerweile auch, dass das ein guter Nerf ist. Denn die Sache ist einfach, wenn man Tin Can irgendwie auf 1 haut oder Farm Girl oder sonst was, dann findet Cosmo immer einen anderen Playstyle. Aber Dark Destroyer, den spielt man immer dreimal. Und deswegen denke ich, dass das hier ein sehr guter Hit ist. Dann haben wir Notfallteleport auch noch gegen Cosmo. Und das ist auf jeden Fall auch eine schöne Abrundung. Die Karte war auf 2, jetzt ist sie auf 1. Und ich bin froh, dass die Meta jetzt ein bisschen angehittet wurde. Und dass auch Cosmo ein bisschen was fressen muss. Aber nicht zu viel, denn Cosmo ist einfach nicht so stark wie, ja, ein paar andere Meta-Decks. Dann haben wir Pendelruf auf 1. Der war, glaube ich, auf 3. Das ist nicht so wichtig, glaube ich. Diese Pendelmagier sind, glaube ich, nicht mehr so mächtig, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht hat man es einfach so runtergehittet, damit halt Pendel generell mehr geschwächt wird, was weiß ich. Aber auch um die Karte traue ich auf gar keinen Fall. Dann haben wir meine Lieblingsneuerung, nämlich Maxi auf 2. Ich bin jemand, der Maxi immer nur auf 2 gespielt hat, schon seit Beginn. Denn ich denke einfach, dass Maxi so oft zweimal auf der Hand ist, am Beginn des Duells, dass es einfach nur abfuckt. Deswegen bin ich froh, dass man jetzt gezwungen ist, die Karte auf 2 zu spielen, dass die Entscheidung einem weggenommen wird. Und jetzt kann man sie einfach auf 2 spielen und alle sind glücklich und keiner kann mehr bemängeln an mir, dass ich ihn nicht dreimal spiele in manchen Decks. Deswegen, Dankeschön. Das war eine schöne Neuerung, Konami. Damit habt ihr mir ein bisschen Diskussionen in die Kommentare erspart bei meinen kommenden Decks. Dann haben wir Raio.
Rai-O ist eines der stärksten Anti-Monster, die man relativ generic spielen kann. Und die Karte hat einfach in letzter Zeit nicht mehr viel gemacht, deswegen sollte sie in meinen Augen einfach auf 3 gehen. Ich glaube nicht, dass Rai-O irgendwie noch gefährlich ist, ehrlich gesagt. Aber gut. War auf 1, jetzt auf 2. Dann haben wir den Aufziehmagier. Der ist von 1 auf 2 gegangen. Es gibt einen Aufziehloop, der ist verboten nach wie vor, weil der Träger nicht da ist. Aber der ist hiermit, glaube ich, nicht möglich. Dürfte nicht möglich sein. Auf jeden Fall ist die Karte hier stark, ja. Und Aufzieh wird jetzt wieder ein bisschen mächtiger, aber naja, es wird nach wie vor nichts in der Meta reißen, bin ich mir sehr sicher. Dann haben wir Verlockung der Finsternis. Ja, eine schöne Draw-Karte war auf 1, dann auf 2, jetzt auf 3. Finde ich okay, denn man kann es in den wenigsten Decks wirklich OP einsetzen. Es ist eine schöne Draw-Engine auf jeden Fall, aber Broken ist was anderes. Deswegen denke ich, dass die Karte auf jeden Fall auf 3 gesetzt werden kann. Schön, dass sie es vorsichtig gemacht haben. Von 1 dann auf 2, dann auf 3, das war eine gute Entscheidung. Aber diese Ziehkarte hat keinen Schaden angerichtet, finde ich. Dann haben wir Goldsarkophag. Eine Karte, die jede Karte vom Deck searchen kann. Die Karte wurde verboten, auf 1 gesetzt, wegen den Dragon Rulern. Die sind aber schon seit Monaten verboten, deswegen kann ich nicht verstehen, warum die Karte so lange noch auf 1 war, weil die Karte ist heutzutage einfach nicht mehr gut. Und die letzte Neuerung ist schon das 1000 Eis und die spielt eh jeder nur einmal. Von daher sehr viele, ja, etwas unnötige Neuerungen, aber auch ziemlich simple. Man hat einfach ein bisschen die Meta geschröpft und hat dann noch ein paar andere Karten runtergehauen oder hochgehauen, die nicht mehr relevant sind oder die zu relevant sind. Maxi ist übrigens eine Karte, die in meinen Augen auf jeden Fall nie auf 0 gehen sollte. Denn Maxi sorgt dafür, dass schwache und langsame Decks mithalten können. Und wenn Maxi weg ist, oh Gott, dann ist das Balancing in Yu-Gi-Oh! Ein ganzes Stück schlechter geworden. Deswegen bitte, lasst Maxi auf 2. Auf 2 ist okay, finde ich okay. Die Karte ist vielleicht ein bisschen zu stark, wenn man sie mehrmals pro Duell zieht. Weil deswegen setzt man eine Karte eigentlich auf 2. Und vor allem, wenn man sie immer zieht. Aber weniger als auf 2 würde ich die Karte niemals setzen. Auf gar keinen Fall, egal was passiert. Niemals. Die Karte muss auf 2 bleiben. Auf 2 ist sie aber gut. Ich denke, das hier ist eine der besten Bandlisten, die ich je gesehen habe. Muss ich wirklich sagen. Man hat jetzt zwar Monarchen ein bisschen zu sehr angegangen, aber ansonsten hat man einfach fair die Metadecks angegangen. Hat dabei keine großartigen Fun-Decks zerstört. Man hat mit E-Täler natürlich ein paar Psy-Decks getroffen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Aber ansonsten hat man eigentlich nur geholfen. Man hat natürlich Bujin genervt, aber das ist halt, ja, Kollateralschaden. Lieber als ein Lockdown, der irgendwie im Meta dann einfach nur rumcancert. Da habe ich lieber das Kolosseum verboten und damit Bujin ein bisschen schwächer. Und ich meine, Bujin hat ja immerhin Card of the Mice. Aber wenn wir schon von Card of the Mice reden, die Karte wurde nicht limitiert. Warum nicht? Ganz einfach, sie ist nicht relevant. In der Meta ist sie schon, aber sie ist nicht stärker als die Meta-Decks. Deswegen kann man die Demise noch auf 3 lassen. Und weil sie natürlich Geld einbringt. Das dürfte wahrscheinlich auch ein Grund sein. Aber auch die kleine Tatsache, dass es den guten Strike noch auf 3 gibt, verärgert mich. Warum, Konami? Wieso? Die Karte ist genauso gut wie Ernste Warnung. Minimal schlechter vielleicht. Und warum ist die Karte auf 3? Das ist einfach nur unfair. Das ist Geldgeilheit pur, weil sie wahrscheinlich reprinten wollen oder sonst was. Das ist sowas von dumm einfach nur. Aber gut, solche behinderten Geldentscheidungen gibt es wahrscheinlich in jeder Bandlist. Deswegen, whatever. Es gibt quasi nur eine Karte, die 100 Pro auf der Bandlist fehlt. Und das ist Strike. Alle anderen, ja, können meinetwegen so bleiben, wie sie sind. Es gibt halt einige Karten, die tot auf der Bandlist sind, die da nicht hingehören. Stämmeinfizierender Virus zum Beispiel gehört in meinen Augen nicht verboten. Und auch so Sachen wie Trümmerdrache, die glaube ich immer noch nicht auf 3 sind, oder? Moment, wir schauen mal kurz nach. Trümmer. Genau, warum ist der auf 2? Das macht keinen Sinn. Kartenkavallerist und solche Karten, die einfach nichts auf der Bandlist verloren haben. Aber gut, die haut man jetzt wahrscheinlich nach und nach mal wieder auf 3. Und dann sind alle glücklich. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Was haltet ihr von der Bandlist? Ihr habt es wahrscheinlich schon lange gekannt, denn ich bin ein bisschen spät dran, weil ich ja im Urlaub war. Aber ich denke, dass die Bandlist durchaus, ja, ihre Daseinsberechtigung hat. Man hat BA, Cosmo, Pendel und Monarchen gehittet und das sind so die, ja, wichtigen Decks, die man jetzt mal schön hitten könnte. Und das hat man eigentlich auch ganz gut gemacht. Wie gesagt, Monarchen ein bisschen zu stark gehittet. Man hätte vielleicht die Sturmkraft da lassen können. Vor allem, weil die halt auch einige andere Decks pusht, die mit Tributen arbeiten. Aber, naja. Ich trauere Monarchen nicht nach. Sie sind aktuell mein Hass-Meta-Deck. Durchaus. Ich hasse sie mehr als Pendel, weil
keine Ahnung, man hat mit normalen Decks kaum eine Chance. Gegen Pendel kann man mit Glück gewinnen und kann dann irgendwie eine große Pendel-Summon aufhalten. Aber gegen Monarchen mit einem schwachen Deckthema kannst du quasi aufgeben. Gegen Pendel zwar eigentlich auch, aber da hat man noch so ein bisschen die ja, Massenzerstörungschance vielleicht. Aber hier, nee. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und was hat euch auf der Bandliste gefehlt? Schreibt es auf jeden Fall rein. Aber bitte nicht jeder schreiben, dass Strike fehlt, weil das ist obvious. Bis dann. Tschüss.